Welcome back to Gear Up. Ja, Leute, wir kriegen nicht genug, wir spinnen weiter rum. Magnum ist natürlich mit dabei. Namen Magnum. Magnum ist back, genau. Moin. Los geht das. Auf abgerüstet, downgegradet, whatever. Wir sind wieder am Start. Ja, erzähl, was hast du gemacht an deiner Karte? Ich habe mir einen U-Boot-Bauch da drauf gepflanzt und bin gespannt, was das Ding bringt. Das sieht voll scheiße aus, aber die Panzerung müsste ziemlich heftig sein. Ja, ey, das ist auch das Nächste, worauf ich hinspare, eine fettere Panzerung. Ich habe mir die Gatling-Kanone gegen die Maschinenpistole umgebaut. Okay, welches Team? Immer langsamer, aber mehr Bums. Ich bin blau. Ich bin rot. Okay, ich bin jetzt definitiv etwas langsamer, was ich ganz angenehm finde. So, was ich angenehm finde, noch ist alles möglich. Wir sind nicht allzu weit voneinander entfernt hier. Punktetechnisch meine da jetzt, ne? So, einen habe ich jetzt gekriegt gerade schon aus deinem Team. Scheiß, habe ich jetzt viel Leben. Ich habe jetzt 171 Punkte Leben da unten stehen. Was? Jo, 171. Das ist tatsächlich derbe. Ja, finde ich auch. Ich habe da 60. Deswegen spare ich auf die fettere neue... Oh, hier ist wieder so ein Beam-Panzer. Auf die fette neue Panzerung. Die ist bald fällig. Allerdings muss ich bis jetzt als Fazit sagen, die Maschinenkanone ist geil. Die ist langsamer, haut aber mehr rein. Muss ich echt sagen. Also die macht schon Bums. Ja, das bockt. Ich finde hier gerade keine Gegner und vor allem nicht den Magnum. Doch, da ist was zum Abschießen. Den Magnum gar nicht so verkehrt, da du so mega hohen Panzer hast. Sollst du mal schön da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ja, wieso treffe ich den denn da oben nicht? Was sag, jetzt bin ich auch mal zerstört worden. Ja, der, boah, was hat der denn da für eine fette Kanone, ey. Aber den kriege ich auch noch klein, den Spinner, der soll noch einmal da vorne auftauchen. Ja, Leute, das Maschinengewehr ist fett. Kann ich echt nur wiederholen. Das macht mir da Laune. Bam! Und wieder ein weggerockt. Da. So. Ja, es läuft ganz gut. Also ich kann mich ja auch nicht beschweren. Bin ich mal gespannt, wie viele Heilpacks ich jetzt aufnehmen muss, damit das Ding hier wieder voll wird. Boah, ey. Ich fahre hier auf dem Zahnfleisch, förmlich. und ich habe keine Munition mehr. Meine Sekundärknarre ist platt. Hauptsache das Maschinengewehr läuft noch. Wo gibt's denn hier Muni? Bin ich hier nur hell? Ah, da habe ich aufs Maul bekommen. Ich brauche Munition. Ja, super ausgeglichene Runde im Moment. 29, gut, jetzt hat sich der Punktestand verändert. Ja, ja, finde ich auch. Sagte ich ja am Anfang, wir waren 2 Punkte voneinander entfernt. Seitdem ich festgestellt habe, dass meine Gun hier richtig gut ist. Ja, scheiße, ich habe überhaupt keine Munition mehr. Jetzt wird es aber kritisch. Da liegt Muni. Erstmal einsacken hier den Mist. Ich habe schon überlegt, ob ich mir ein Munitionspack kaufe. Gibt's das auch noch? Ja, du kannst mehr Muni mitnehmen, das ist sicher. Magnum, ich sehe einen Magnum, aber ich bin zu weit weg. Bin jetzt natürlich wesentlich langsamer geworden. Werd die ganze Zeit von hinten beballert und merk's gar nicht. Wurde gerade weggesmashed. Ja, ich fänd's ja mal ganz cool, wenn du mich ummieten würdest, damit ich mal dein Gefährt hier sehe. Ja, es sieht eigentlich nur beschissener aus als vorher, sonst hat sich gar nicht so viel geändert und ich bin sehr viel langsamer. Ich kann wieder lenken. Er kann wieder lenken, das zerstört auch den ganzen Spaß. Ja, es war das lustiger, als es so schnell war, aber ich habe ja noch die Go-Kart-Reifen, glaube ich, im Inventar. Das nicht lenken können, macht den Spaßfaktor. Boah, was hat der denn für eine Panzerung hier? Fire Eagle, der ist aber auch gut gepanzert. Meine Fresse. Ja, Spinnenbeine sind hier auch wieder am Start. Immer ja, ich habe euren Sniper gerade hier vom Dach geholt. Den ich mir auch noch nicht leisten konnte. Oh, das war schon wieder mein Triple Kill. Quasi davon abgeraten, wobei ich denke, ich will die auch noch mal ausprobieren. Ach, mach's einfach. Es ist ja ein Spaßspiel und das Abrüsten, Aufrüsten in diesem Spiel macht ja am meisten Spaß. Ja, wir haben ja auch schon fleißig abgerüstet, ne? Jetzt bin ich wieder am Aufrüsten und wenn mich das wieder nervt, rüste ich wieder ab. Also dieses Hin- und Herrüsten macht ja am meisten Spaß und man muss alles mal probiert haben. Ja, was du eben in der Pause auch schon sagtest, das ist auch der Ansporn, ne? Ich hätte auch keine Lust, mir das Ding fertig bei Steam zu kaufen und alle Sachen parat zu haben. Genau. Es reizt ja gerade hier, die Sachen frei zu zocken. Boah, der hat das Feuerwerk gezündet gerade.
So eine Rundum-Blitzkanone. So was gibt's auch. Alter, ja, sah spektakulär aus. Wie gesagt. Ah, der Magnum hat mich hier erwischt. Ja, bin ich in die Kanone reingefahren. Jo, auch mal ein Triple Killing gelegt. Aber ich glaube, dass der da wird meine Serie beenden. Nein, wird er nicht, wird er nicht. Ah, jetzt ist die Muni alle. Ich krieg zu viel. Ich will den Kill, ich will den Kill. Ah. Nein, den kriegt er nicht. Ja, jetzt muss ich wieder überlegen. Wir sind blau, ne? Ihr geht gerade steil nach vorne. Ja. Ja. Boah, was hat der denn da für eine fette Knarre hier? Also einer aus meinem Team, der hat da irgendwas Monströses. Da leuchtet es nur noch, wenn der Gas gibt und er scheppert und knallt. Ah, geh mir aus dem Weg, der Sniper der Blauen jagt mich. Nein, und der Magnum hinter mir her, das ist ja schrecklich. Ja, komm, aber ihr seid in Führung. Aber mein Lebensbalken war schon fast gar nicht mehr da. Und überleg mal, wie viele Kugeln du noch gebraucht hast. Das Ding hier ist echt heftig geworden. Aber wie gesagt, leider auch sehr langsam. Nicht mehr ausgleichen. Boah, jetzt hab ich auch... Ach, noch ist die Runde nicht zu Ende. Boah, mein Kanonenschirm rennt mich nicht. Boah. Nein, keine Chance. Und ihr habt zu zweit auf mich geschossen. Dann kannst du dir vorstellen, was diese Panzerung jetzt ab kann. Ja, und ich habe noch Assistant Points von dir für dich bekommen. Dann bin ich ja auch noch halb zufrieden. Aber die tauchen nirgendwo in der Wertung auf. Das ist, glaube ich, ja, nur so eine Eigenbestätigung. Du kriegst ja mehr Gs. Für mehr Kills, ja. Oder für mehr Beteiligung, wer weiß. Ach, irgendwie. Was macht er denn hier? Er backt sich hier schon wieder völlig fest. Dabei ist mein Kill doch da. Genau. Na gut. Gekillt und gekillt werden, das sind hier, ne? Das ist ganz dicht beieinander. Ah, gehört alles dazu. Boah. Ich hätte gerne die Gs gehabt, muss ich sagen. Weil ich glaube, mir fehlt nicht mehr viel, um hier aufrüsten zu können. Ich brauche noch vier, dann kommt hier noch so ein völlig kranker Turm oben drauf. Ein kranker Turm. Die kaputten Zecke. Gibt's doch nicht. Ein Punkt habe ich noch. Ja, gibt's noch eine Errungenschaft, die könnte ich mir jetzt gleich kaufen, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob ich das vielleicht der Panzerung erstmal vorziehe. Nämlich fettere Reichwaffen. Also wenn ich bei diesem fetten Unterbau bleibe, werde ich auf jeden Fall hier nochmal auf Ketten oder so wechseln. Also mein Gewicht, meine Geschwindigkeit nochmal verlangsamen und dafür die Stabilität erhöhen. Ja, das war ein klarer Sieg. 4G. 10 Kills zu 6 Toten. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kleine Pause. Ich möchte meinen Panzer upgraden. Alles klar, und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Richtig, bis gleich. Ciao. Welcome back to Gear Up. Ja, kleine Pause haben wir gesagt. Wir wollten noch mal ein bisschen umrüsten. Ich denke, das hat Fanny auch getan. Genauso wie ich. Oh, wie ihr yeah. Ja, ich bin gespannt, was der Kollege gleich auf Schlachtfeld bringt. Ja, zu meinem Panzer. Wir werden um einiges langsamer sein. Aber ich fürchte oder denke, wir haben ein bisschen mehr Gunpowder dabei. Oh, ich bin gar nicht so langsam, wie ich dachte. Ich bin gerade ganz begeistert. Ja, bleib mal stehen kurz. Ich will gleich ausprobieren, wie das hier so flutscht. Aua. Zack. Warst du nicht, warst du nicht. Nee, einen Assi-Kill habe ich von dir gekriegt. Oder für dich. Meine Geschwindigkeit ist... ja. Schnecken gleich. Okay, dann ist ja schon mal klar, dass du im roten Team bist. Ich bin im roten Team. Ja, habe ich das nicht erwähnt? Ist mir das... Boah. Freak Boy! Der fährt, der fährt nicht, der fliegt. Ein abgefahrenes Vehikel. Ja, Schlacht ist wieder ausgeglichen. Ich sehe übrigens gerade, es laufen bereits die letzten Sekunden. Aber egal, ich werde drei kriegen. Hat er mich erwischt, der Sack. Ach, und ich schieße hier schon wieder auf meinen. Jo, stimmt, die letzten Sekunden bin ich im falschen Team gespawnt, aber noch ist nichts vorbei. Leute, haut rein da! Jetzt geht doch mal kaputt! Oh, das gibt's doch nicht! Ja, 3G haben wir abgeräumt. Ich habe ein G fürs Nichtstun, habe nicht mal einen getötet mit meinem neuen Vehikel. Ich auch nicht. War aber zweimal tot. Ja, das passt ja. Synchronsterben. Das können wir am besten, glaube ich. Wir sind in einem Team. Ich sehe deinen Namen nicht. Ich sehe nur ein rotes Team und sonst nichts. Ich wollte gerade sagen, es gibt kein anderes Team. Doch, jetzt. Ja, jetzt teilt das auch. Gemischt. Okay. Wir bleiben in einem Team. Ja, dann können wir ja Teamjagd hier betreiben. Ja, los. Sobald wir uns finden.
Oh, ich fahre in den Tunneln direkt rum. Okay. Aber das muss ich jetzt sagen, es lässt sich wesentlich geschmeidiger hier durchfahren. Aufgrund des... Boah, was hat der mir denn reingehauen? Das gibt's ja gar nicht. Ja, ich sehe noch nicht mal ein und er heult schon rum. Boah, also ich habe ja inzwischen da eine Panzerung von 185 und... Ich schon hab ich, wenn die einem so schnell zerschrotet wird mit zwei Schüssen. Ja, hieß der Noah? Noah noch was? N-O-R ich hab am Schuss? Ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Weil ich wurde auch gerade hingesetzt, förmlich mit einem Schuss. Boah, dem habe ich auch gar nichts angetan. Also irgendwas läuft hier noch ganz, ganz schief. Gut. Ich fahre jetzt auch erstmal in die Tunnel. Ja, ich bin... Oh, ja, ich habe ihn destroyed. Jawohl, ich habe ja nicht mehr damit gerechnet. Oh nein, 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 jetzt werde ich... Boah, ja. Mhm. Schwierig. Ja, also mit dem Panzer kann ich jetzt hier grundlegend aber auch mal in so einem Tunnel fahren. Das funktioniert. Haha, ich habe was getötet. Auch wenn es schon ordentlich angewämst war. Ja, also das im Tunnel rumfahren ist wesentlich angenehmer geworden. Ich habe jetzt auch eine gute Kurvenlage, da kann man nichts zu sagen. Das Ding hier lässt sich wieder steuern und die Geschwindigkeit ist okay. Die ist so mittelmäßig, sage ich mal, die ich jetzt habe. Ja, meiner ist mittelmäßig langsam. Ja, aber ich habe einen destroyed. Ich habe zwei destroyed und wir haben uns noch nicht einmal zu sehen bekommen hier. Nee, aber es ist auch gefährlich hier momentan stehen zu bleiben. Also ich bin auch draußen gerade. Ja, ich bin draußen oberhalb der Tunnel, also da, wo die Snipers immer so... Ja, Triple Kill. Oh, jetzt vermisse ich gerade ganz stark meine Geschwindigkeit. Oh, Hilfe. Nee. Der Vierfach-Kill war mir nicht gegönnt. Ach, der hat mich eben schon mal terminiert. Oh, die Säcke da oben auf dem Dach sitzen so rum. Die Säcke. Nein, da drin ist auch noch einer. Oben auf dem Dach? Ja, auf dem Dach des kleinen mittleren Turms. So, ich hab mal gerade hier die Waffe gechanged. Naja gut, aber es ist ausgeglichen. Ja, ich sehe, was du meinst. Oben aha, auf dem Dach. Aber ich weiß jetzt auch, wo der andere ist, der mich gerade gekillt hat. Ja, der hat mich auch gerade. Der hat einen Triple Sniper oder so, ne? Ah, irgendwie. Im Stealth-Modus ist er auch unterwegs. Boah, meine Fresse. Ja, das ist ein dickes Gerät, was der hat. Aber weißt du, was ich mache? Ich denke, im Nahkampf ist der kein würdiger Gegner. Ich fahre da hin. Ja, das habe ich auch gerade gemacht und ja. Ja, aufgrund des Gewichtes kann ich aber nicht mehr einfach so schön smooth wie die Wände hoch. Richtig. Also dieser Noah-System Nummer R, der ist schon heftig. Das ist ja schon ein richtiger Kampf, hier hochzukommen. Wieso, bist du hochgefahren und er hat die Kurzen weggemacht? Ja. Und jetzt gleich nochmal. Dem nehme ich fast nichts ab. War recht, du Sau. Ah! Ist er denn noch oben? Der ist noch oben und halb runter. Ja, ich hab. Wenn du das jetzt bist, der da kommt, dann hast du eine Chance. Was ist das denn, ey? Ich komm einmal um die Ecke, zack, bin ich Geschichte. Ja. Alter Schwede. Ich glaube, zu dem gehe ich erstmal nicht mehr spielen. Wir wollen ja gewinnen, wir wollen ja G's. Ja, ey, aber was denn mit dem los jetzt mal ganz im Ernst? Ich habe keine Ahnung, was der da in seinen Panzer gepackt hat, aber es ist heftig. Ey, Alter. Das ist ja gar kein Ausdruck. So, jetzt probiere ich mir mal den anderen Sniper hier vorzunehmen. Ich hoffe ja, er fährt jetzt nicht runter, sondern wartet schon brav da oben auf mich. So. Und mal gucken, ob das hier klappt, was ich vorhab. Versuch macht klug, ne? Jawoll! Gerade so gereicht. Ja, ja. Zack. Ich werde mich jetzt natürlich nochmal in diesen Noah versuchen anzuschleichen. Ja. Ja, ich glaube, wir haben uns hier echt mit den fetten Jungs eingelassen diesmal. Ich kriege hier derb auf die Schnauze. Jetzt verreck doch, du Sack! Ja, bist du schon wieder nach oben gefahren? Ich bin natürlich schon wieder nach oben gefahren. Ja, man kann es ja nicht lassen, ne? Richtig. Ich vermisse meine Geschwindigkeit, die Wendigkeit. Ich habe nämlich wieder zwei Türme. Ah, irgendwer hat ihn getötet und ich war es nicht. Wie gemein. Wow, jetzt schmier ich ab. In ein Heilpaket rein. So mag ich das. In ein Heilpaket rein. Boah, geht kaputt. Boah. Ja, also ich bin mit Wendigkeit und Geschwindigkeit und Einsatzstärke meines Fahrzeugs im Moment ganz gut zufrieden. Auch wenn ich hier noch nicht so richtig... Einsatzstärke ist okay, Wendigkeit kannst du mal knicken, aber ich habe auch den Doppelturm wieder drauf, ne? Ja, ich nicht. Ja, das sollte ich bei Gelegenheit vielleicht auch nochmal rückgängig machen, weil die Geschwindigkeit ist abartig langsam geworden.
Das hat mir oft das Leben gerettet, dass ich schnell und wendig war. Das kann ich momentan knicken. Ich lieg auf dem Turm und komme nicht hoch. Ja, jetzt stell dich auf. Ach, du bist das, der vor mir runtergefallen. Ja. Nee, bist du gar nicht. Nee, ist ein anderer. Jetzt bin ich auch schon wieder von Noah System erwischt worden, der diesmal hinten bei diesen komischen Hangern ist. Boah, mich hat auch gerade. Der ist ja noch hinter mir. Okay, boah. Schwierige Partie hier. Aber hallo, schwierig. Der Noah alleine macht ja hier die ganzen Punkte. Ja, das muss ich auch sagen. Also, Geschwindigkeitsverlust ist nicht hinzunehmen in diesem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist sehr uncool. Da bin ich doch lieber waffentechnisch ein bisschen weniger bestückt, aber wendiger. So, wo ist denn der Sniper hin? Ich bin jetzt hier oben an der Glaskuppel. Nein, der ist auf der anderen Seite, auf diesem Turm. War ja zumindest das letzte Mal, als er mich abgeknallt hat. Ah, okay. Ah! Geh kaputt, du Säcke! Oh, jetzt noch so einer, dem tue ich auch gar nichts abnehmen. Ja, ich gefühlt zumindest einiges abgenommen. ich muss mal die Biege machen. Ach, mein Freund Noah. Ich habe ja auch noch keine Panzerung gekauft. Ich habe tatsächlich in Waffen investiert und bin mir inzwischen gar nicht mehr so schlüssig, ob das die beste Idee war. Ja, ich habe in Panzerung investiert und krieg hier auch nur auf die Fresse. Das ist, Ah, jetzt geht doch drauf, doch. So, Double Kill. Hat mich natürlich schon wieder fast zerrissen. Was mich wundert, aufgrund der Panzerung hast du trotzdem eine zufriedenstellende Geschwindigkeit, ja? Ja, seitdem ich die neuen Reifen drauf habe, diese komischen Pellen, die du dir unbedingt angucken musst, ich kann sie kaum beschreiben, habe ich eine zufriedenstellende Geschwindigkeit, ja. Mit meinen Buggy-Reifen hatte ich die nicht. Vielleicht kann ich ja die Karre fast so lassen mit einer etwas anderen Panzerung und brauche deine Reifen, man weiß es nicht. Oh, da ist er. Dieses schwer gepanzerte Miststück in Blau, ja, den also nehme ich gar nichts ab. Der ist der Hammer. Ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass ich überhaupt gar keinen einzigen Punkt lande. Nein. Unglaublich. Ich habe gerade, meine Rohre waren am Glühen. Das interessiert ihn gar nicht. Richtig, das Gefühl habe ich auch. So, jetzt hoffe ich, dass ich da heile wenigstens in die Richtung komme. Ohne hier gleich wieder terminiert zu werden, weil ich will unbedingt nochmal gucken, was da geht. Was ist los mit dem Kollegen? So, ich sehe seine Schüsse hier. Da ist er. Nein, er ist tatsächlich gerade gestorben. Nee, doch nicht. Das ist was anderes Blaues. Was ist das denn? Boah, hier bei mir leuchtet alles aufgrund meiner neuen Raketen. Ja, die hauen gut rein. Die Schusssequenz ist deutlich langsamer, aber dafür haben wir ja noch die Gatling. Zweitkanone habe ich die Standardkanone und die kleinen Mini-Gatlings. Ja, die habe ich aber noch gar nicht großartig benutzt, muss ich zugeben. Oh, die rote Rakete ist weg. Boah, ich komme hier kaum noch die Schrägen hoch. Ah, geh doch kaputt und zack. Nein, jetzt killt mich schon der Dude. Ich muss mal gute Sicht bekommen, weil mich brennend interessiert, was für Pushen du jetzt auf der Karte hast. Ja, wenn du die einmal gesehen hast, dann wirst du die auch im Shop wiederfinden. Die sind sowas von markant. Okay, das ist eine Ansage. Ja. Boah, übel. Ich bin hier so schlecht in den Kurven unterwegs, dass ich hier fast beim Hochfahren des Berges schon platt gemacht werde. Geh kaputt! Jawoll. Boah. Doch, meine Kurvenlage ist ganz lustig, da kann ich nichts zu sagen. Aber ansonsten läuft diese Partie hier wirklich nur beschissen. Da möchte man sich schon verstecken und das Ende abwarten. Also es hätte noch schlimmer kommen können, so wie der Noah hier abrockt. Ich glaube, der hat alles alleine gemacht. Ja, definitiv, der geht echt ab wie Sau. Und er ist unverwundbar, ne? Also habe ich auch das Gefühl, ja. Mit unseren Geschützen so ganz derb den Eindruck. So, ein Kill will ich noch. Aber dafür muss ich erstmal aus dem Tunnelsystem rauskommen. Boah, ich sehe die Schüsse von diesem Noah schon wieder. Oh, das macht mir Angst hier draußen. Mist, da sind zwei vom blauen Team und ich lege mich aufs Dach. Was ist da denn los? Geht kaputt, nein! Ja, doch, wir haben ihn noch mitgenommen. Wir haben ihn noch mitgenommen. 3 Sekunden vor Game Over. Haben wir noch erwischt. So, ich werde nicht mehr reinkommen. 2G, gewinnen. 1G, ich habe nur 9 Tötungen zu 11 Toten.
Ja, was machen wir? Break und umrüsten oder... Break und gute Nacht, mein Freund. Ah, es ist spät, okay. Es ist spät und auch wir Fun-Gamer müssen mal arbeiten. Ja, das ist leider der Fall. Es reicht noch nicht zum Geld verdienen. Richtig. So, ja, Leute, bis dahin. Haut rein. Gutes Nächtle. Bis die Nächte. Ciao.